Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, und wie ihr schon im Titel seht, geht es heute um das Thema Twitch, ob ich auf Twitch streamen werde. Und ja, ich werde heute auf Twitch streamen, Leute. Den Link zum Stream bzw. erstmal zu meinem Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, und ich will jetzt einfach ein paar Gründe euch nennen, warum ich jetzt wahrscheinlich wechseln werde. Ja, vor ein, zwei Monaten habe ich ein FAQ-Video hochgeladen. Da habe ich gesagt, dass ich keine Twitch-Community will und noch nicht brauche. Aber ich einfach gemerkt habe, dass auf YouTube dieses Streamen einfach nicht so gut funktioniert, auch von der Qualität her und so weiter. Und da nerven mich ein paar Sachen auch mit der Musik, dass ich da nicht meine Musik verwenden kann, weil das alles dieses Copyright ist und so weiter. Das nervt übelst wirklich. Und es gibt so viele Vorteile bei Twitch. Es ist alles einfach so gut gemacht fürs Twitch-Streaming einfach. Und auch der Chat ist unglaublich. Wirklich, der sieht unglaublich geil aus auf Twitch. Ja, wenn man da auch so Abonnenten hat, das ist einfach viel geiler. Und ich mag, wenn ich ehrlich bin, mehr streamen wie Videos machen und schneiden. Es werden natürlich weitere Videos kommen, das ist klar. Aber ich möchte einfach mehr mich auf das Livestream konzentrieren. Ich will das einfach mehr machen. Mir macht es ein bisschen mehr Spaß, wie nur zum Beispiel jetzt Videos machen. Ja, und ich hoffe, heute wird alles funktionieren, weil ich habe das gestern eingerichtet. Ich glaube, 4 Stunden lang alles, was man so einrichten kann. Noch nicht alles, glaube ich, aber fast alles. So den Nightbot und so habe ich schon mal rübergeschickt zu Twitch und alles. Und die Donations, glaube ich, habe ich schon rübergeschickt. Ja, Subs und Bits gehen noch nicht zum Freischalten. Das habe ich schon gesehen. Man braucht da gewisse Mindestanforderungen. Ein paar durchschnittliche Zuschauer. Man braucht, glaube ich, 50 Follower oder sowas. Und 500 Minuten, Wiedergabezeit und sowas. In einen Monat. Ich finde natürlich, das Ding ist halt, ich würde halt viel mehr Leute auf YouTube erreichen natürlich. Da habe ich jetzt 1000 Abonnenten und auf Twitch habe ich, glaube ich, 0 oder so. Da habe ich wirklich gar nichts. Da erreiche ich natürlich viel weniger Leute. Aber ich will trotzdem mit Twitch anfangen, weil es einfach eine Streaming-Plattform ist und YouTube ist einfach keine Streaming-Plattform. Das hat man gesehen. Ich habe zum Beispiel auch mit normaler Latenz gespielt. Das heißt, erst 30 Sekunden, 20 Sekunden Streamverzögerung und trotzdem war das Bild bei manchen Stellen einfach nicht scharf und pixelig. Ich hoffe nicht, ist es jetzt nicht so, sonst muss ich schauen, an was es liegt. Aber Twitch ist einfach eine Streaming-Plattform und da sollte man eigentlich wirklich streamen und nicht auf YouTube. Ja, und ich verwende jetzt auch nicht mehr OBS Studio, ich benutze jetzt Streamlabs OBS. Das habe ich nämlich bei einem YouTuber gesehen, der hat dann gesagt, das ist ein bisschen besser, wenn man damit das anfängt. Ich meine, ich bin jetzt ja ein Anfänger noch so gesehen und er hat gesagt, Anfänger sollen eher mit diesen Streamlabs arbeiten, was ich jetzt gerade noch nie gemacht habe, aber gestern es mal probiert haben. Das ist ja wirklich sehr einfach. Ich habe gleich angefangen mit OBS Studio, was eigentlich schwieriger ist, aber nicht, ja, es ist nur schwieriger eigentlich und man kann halt ein paar Feindetails noch machen, das, was ich aber überhaupt nicht brauche, seine Feindetails, weil ich mich da auch nicht so heftig auskenne. Da kann man wirklich alles umstellen, was geht. Bei Streamlabs OBS fast auch alles, aber es ist sehr, sehr einfach aufgebaut, wirklich. Und ich finde das im Grunde genommen einfach besser. Und ich hoffe, dass es heute beim Stream alles so funktionieren wird, wie ich das erhoffe. Ja, diese Subgo, wie ihr hier seht, unten links, dieses Roto 10 Subs, kann ich jetzt ja eigentlich auch wegmachen, weil ich ja sowieso keine Subs empfangen kann jetzt noch, die nächsten 30 Tage. Aber ich finde auf Twitch es richtig nice, wie man das machen kann mit diesen Subs. Und ich habe mir da schon sowas vorgestellt, zum Beispiel, dass man, wenn man den ersten Monat gesubbt hat, dass man so ein Prestige 1 Symbol hat, dann im zweiten Monat das Prestige 2 Symbol und immer so weiter. Und dann auch beim Prestige Master weiter hingeht zu Prestige 10, Prestige 12 und so weiter. Also ich meine Prestigemeister 100, 200, da bekommt man ja auch immer andere Logos und dass ich da dann irgendwie einen Designer organisiere oder das vielleicht irgendwie selber mache und wenn das irgendeiner kann von euch, dann schreibt mir auf jeden Fall eine Nachricht auf Insta. Ich will sowas eigentlich haben, das sieht wirklich richtig, richtig geil aus und das ist voll speziell auch, wenn man sowas dann hat und sieht einfach geil aus. Ja, ich würde den natürlich, wenn er das sehr, sehr gut macht und genauso macht, wie ich mir das vorgestellt habe, bekommt er natürlich was von mir. Ich kann ihm, keine Ahnung, Base-Elf-Karten besorgen oder irgendwas. Und ja, ich hoffe, ihr seid alle bei, wie ihr hier seht. Ich bin wirklich knapp vor Mr. 100%. Ich brauche noch ein paar Aufgaben, so. Das ist nicht so schwer. Ich habe jetzt auch ein paar Fragen, beziehungsweise ein paar Sachen, was ich nicht gewusst habe. Habe ich mal im Internet nachgeholt, beziehungsweise einen Freund auch gefragt. Und ich probiere das heute einfach aus, ob das so funktioniert. Die habe ich nachgefragt. Dann habe ich hier auch alles habe ich auch alles 100% und auch bei manchen Fragen hier. Wo war die schwierige Frage? Hier Shell Reflex, habe ich auch nachgefragt, wie das geht. Ich werde es heute einfach ausprobieren. Wir werden heute alle Nuketown spielen. Auch auf Discord werde ich natürlich online sein. Ihr lasst auf jeden Fall einen Follow auf Twitch da. Der Link ist in der Videobeschreibung.
Und dann sehen wir uns gleich auf Twitch. Ich werde dann sofort, wenn das Video hier online geht, sofort auf Twitch gehen und ja, online gehen hoffentlich und schauen, dass alles klappt. Und dann sehen wir uns gleich.